Also soweit sind wir heute wieder in den Avantgarden der Anthropologie zu sagen, die Naturvölker haben eine Sicht auf die Wirklichkeit, die unserer ebenbürtig ist, aber anders und die unserer in mancher Hinsicht vielleicht überlegen ist, denn sie verzehren diese Wirklichkeit nicht so wie unsere Zivilisation. Interessant ist doch, dass Lévi-Strauss, man müsste Lévi-Strauss eigentlich noch radikalisieren. Man musste nicht nur sagen, es sind nicht zwei Gegensätze, es sind vor allen Dingen nicht Abfolgen. Also unsere Kulturgeschichte deutet das ja so, erst sind die Menschen Tiere, dann sind die Menschen magisch und dann werden die Menschen rational und das wird immer besser. Insofern sind es nicht nur Gegensätze, sondern es ist so auch ein Hierarchieverhältnis. Und in dem, was Lévi-Strauss da sagt, ist völlig klar, dass es eben dieses Hierarchieverhältnis nicht gibt, sondern dass es ein vollgültiges System ist, auf der Welt zu sein und mit der Welt zu sein und vielleicht sogar Welt zu sein, so würde ich das mal sagen. Und das ist schon richtig cool, ja. Ja, es ist toll. Also das ist eben, Lévi-Strauss ist da seiner Zeit, was haben wir jetzt 2019? 50 Jahre voraus, ne? Weil wir sind immer noch nicht so weit in der Anthropologie, noch lange nicht, noch nicht da, wo er gewesen ist, als er das gesagt hat. Also das ist auch eine meiner Grundüberzeugungen, dass das, was er das wilde Denken nennt, dass das eine Manifestation unserer Lebendigkeit ist und nichts anderes als unsere Erfahrung, lebendig zu sein, also ein Individuum in einem Prozess von Gegenseitigkeit zu sein, der bestimmte fundamentale Erfahrungen beinhaltet und bestimmte fundamentale Bedürfnisse hervorbringt. Insofern ist das wilde Denken nach Lévi-Strauss auch eine Form von echt sein können. Also wenn wir uns dem wilden Denken überlassen, dann sind wir auch ganz bei uns selbst, so wie wir als Lebewesen aus diesem Lebensprozess entstanden sind. Und dann ist Wild eben nicht das Wild, das wir kennen aus Lebe wild und gefährlich, ne? Hau mal richtig auf die Kacke, sondern Wild ist regelhaft gemäß den Regeln des Lebendigen. Das ist was ganz anderes. Und wir verstehen ja Wild in unserer Zivilisation oft gar nicht richtig. Also Wild ist entweder das Erbarmungslose der Natur, ne? Also alle werden gefressen, oder Wild ist, ich schlage über die Stränge, oder Wild ist idyllische Heimat der Natur, die Variante gibt es ja irgendwie auch, ne? Also sozusagen Mutter Natur, die uns an ihren Busen holt. Aber dass Wild eine Weise des Selbstseins mit anderen zusammen sein kann oder eine Weise fruchtbar zu sein, die aber auch ihre Regeln hervorbringt und ihren Regeln folgt, das wird irgendwie wenig diskutiert und das steckt für mich in diesem Zitat von Lévi-Strauss drin. Und das, insofern finde ich das wirklich fundamental und auch nach wie vor nicht eingelöst, ne, nicht abgegolten. Das stehen wir noch davor, das haben wir noch nicht hinter uns. Ich war als Kind oft im Hamburger Völkerkundemuseum, da gab es so einen sehr eindrucksvollen, also anthropologisch sicherlich nicht ganz korrekten Maskensaal, wo die Masken so von der Decke hängen und auch sich, glaube ich, drehen und bewegen und angeleuchtet werden. Das fand ich als Kind unglaublich eindrucksvoll und wollte da immer wieder hin und bin dann auch als heranwachsender und junger Mann bin ich da immer wieder hingegangen. Das war einer der Orte und dann natürlich, als ich in Berlin war, in Dahlem, das Völkerkundemuseum, da war ich auch wirklich oft. Da habe ich mich so rumgetrieben und dann immer wieder auch vor diesen für diesen Gegenständen, man sagt ja auch oder sagte früher primitive Kunst. Und ich habe tatsächlich selbst oft versucht zu verstehen, was ist das eigentlich, was mich da so wahnsinnig anzieht. Und das Gefühl war eigentlich das einer Form von Präsenz. Das Präsenz von etwas eigenem, selbstständigen, man könnte vielleicht sagen Numinosem, ja, also Leben, aber in einer irgendwie nicht definierten Form in diesen Gegenständen, die gleichwohl Gegenstände waren und trotzdem mehr. Also irgendwie so etwas wie verflüssigte Schöpfung in diesem Gegenstand geronnen und doch auch wieder flüssig. Du siehst, ich kann es immer noch nicht ganz genau sagen, aber ich hatte das Gefühl, das ist unglaublich wichtig und wird für mich unglaublich wichtig sein. Und das hat mich immer wieder hingetrieben. Im indigenen Kosmos
ist die Austauschmöglichkeit der Körper zwischen den Geistern viel leichter als bei uns. Ja, also es ist absolut möglich, eine Reise in den Körper oder mit dem Körper eines Oktopus zu unternehmen. Und das ist ja auch ein Bestandteil der schamanischen Reisen sowieso. Ne? Also sich fluide wie das Schöpferische in andere Körper zu verwandeln und mit anderen Geistern durch deren Körper zu kommunizieren. Insofern glaube ich, muss man tatsächlich sagen, das ist genau einer der Aspekte dieser Art von Artefakten, dass wir sehen können, dass das in uns ist und dass wir in denen sind und dass wir dann sozusagen in der weiteren Erklärung alle Teilhaber einer geteilten, sich ständig verwandelnden Welt sind. Also da würde ich wirklich so radikal sein, das geht. Und es gibt ja auch so Indianer-Rituale oder auch Spiele vielleicht, Training, Mentoring, wo man den Debütanten dazu anhält, tatsächlich ein Tier zu werden. Also ganz gestisch, körperlich. Ja. Werde jetzt ein Bär. Versuch das mal. Und dann stellt man fest, ich habe das auch schon gemacht, wenn man das macht, auf einmal, wenn man sich da einigermaßen dem überlässt, der Lehrer ist gut und man bewegt sich wie ein Bär, ja, geht irgendwie so schwer und macht das eine Weile, dann taucht plötzlich eine Form von Erfahrung in einem auf, mit der man gar nicht gerechnet hat, die aber aus dem Körper herkommt, ja, den man in diesem Moment plötzlich mit anderen Wesen teilt. Und das ist eine unglaublich tiefe Erfahrung einer geteilten Welt, die da stattfindet. Ja. Also da würde ich sagen, das hat damit tatsächlich was zu tun. Ja. Es geht darum, an einer Gesellschaft der Akteure teilzuhaben, die die Pflicht hat, diese Welt am Laufen zu halten, gemeinsam. Ja, das Richtige zu tun, damit diese Welt weiter in der Lage bleibt, Fruchtbarkeit zu erzeugen. Und das kann man nur gemeinsam, das kann man eben auch nicht nur als menschliche Gesellschaft gemeinsam, sondern das muss man mit allen Akteuren, die diese Welt bevölkern, machen. Also auch mit dem Wald, der ist auch ein Akteur. Wie Wälder denken, heißt ja das Buch von Eduardo Cohn, 2013 erschienen. Auch ein Anthropologe, ne, der es ernst meint und ernst nimmt. Also insofern ist die Sicht der Evolutionsbiologen, die sagen, ja, also es gibt ja eine phylogenetische Verwandtschaft, ist trivial gegen den Kosmos der Indigenen. Ja, ein Wald denkt, weil ein Wald eine Gemeinschaft von Personen ist, die Interessen haben. Die Bäume sind Personen, die haben Interessen. Der Jaguar im Amazonas-Regenwald ist ein Subjekt und hat Interessen. Die Schweine, die dort leben, alle haben Interessen. Und darum, wer Interessen hat, der denkt. Das ist ganz einfach. Der Eduardo Cohn schreibt in seinem Buch so schön, ich habe dieses Buch genannt, How Forests Think, wie Wälder denken, und nicht How Indigenous People Think About Forests. Ja? Das wäre die alte Perspektive der Anthropologie gewesen. Jetzt schreiben wir mal ein schönes strukturales System auf, wie die mit ihren Zeichen arbeiten. Aber er hat gesagt, nein, Wälder denken, das nehme ich jetzt einfach mal ernst, aus dieser magisch-bildhaften Kosmologie, weil ich das wichtig finde und auch plausibel, weil sie bevölkert sind mit Wesen, die denken. Darum denken Wälder. Und wenn man jetzt sich die neueste biologische Forschung anguckt, das geheime Leben der Bäume und das emotionale Leben der Bienen, dazu gibt es wirklich handfeste, belastbare Ergebnisse, die viele kennen, das ist ja irgendwie auch ein Hype, dann wissen wir, das stimmt ja sogar von der Biologie her. Lebewesen sind eben keine Maschinen, sondern Subjekte. Also wir sind inzwischen so weit, dass wir dem Schamanen Ehrfurcht entgegenbringen und ihn nicht auslachen oder hinter Gitter sperren und dort dann irgendwie auf dem Jahrmarkt zeigen. Aber wir haben, selbst wenn wir bekennen, dass die einen gleichberechtigten Ausblick auf die Wirklichkeit haben, still und heimlich doch das Gefühl, wir wissen es irgendwie besser.
das ist nach wie vor so. Ja, also wir haben noch keinen Durchbruch gehabt. Man darf aber auch nicht vergessen, dass Menschen sich einfach in sozialen Gruppen nicht trauen, ihre eigenen animistischen Erfahrungen und Wurzeln einander zuzugeben. Das ist ein unglaublicher Druck. Und oft ist es ja so, dass man mit Menschen so offiziell redet und dann redet man mit ihnen privat und dann sagen sie was ganz anderes. Ja, dann erst reden sie über das Tier als Maschine und dann kommt raus, dass sie eine bestimmte Tierart abgöttisch lieben und halten und sich damit umgeben und gar nicht anders können. Das ist aber völlig zweigeteilt. Das eine hat gar keine Konsequenzen für das andere. So wie in einem totalitären Staat, da kann man also tagsüber irgendwie Aufseher sein im Lager und abends wohlwollender Familienvater. So ein bisschen so eine kleine schizophrene Spaltung ist das. Also wenn du sagst unbewusster Animismus, dann meinst du das animistische Verhalten unserer Lebensvorgänge, die wir gar nicht in der Hand haben. Ja, natürlich. Also das ist eins der zentralen Argumente, ist, dass wir als Körper immer schon in einer mit anderen begehrenden Wesen geteilten Welt existieren. Und nur weil wir diese Welt mit diesen anderen begehrenden Wesen teilen, können wir existieren. Natürlich, unser Körper macht das. Und wir reden uns dann aber das Gegenteil ein. Und der Atem ist ein wunderbares Beispiel, weil wir im Atem uns aus anderen Leibern zusammensetzen und weil wir uns aus unserem Leib in die Welt verausgaben, sodass sich andere wieder aus uns zusammensetzen können. Ist doch fantastisch. Ne? Atmen und natürlich auch Nahrung ernähren. Ja, was machen wir, wenn wir uns ernähren? Wir ernähren uns von anderen Leibern. Ja? Und was passiert dann? Diese anderen Leiber werden zu unserem Körper. Ja? In der Schule lernt man aber, die werden als Treibstoff verbrannt. Ja, das ist falsch, das stimmt nicht. Ja, das ist eine Verwandlung in unseren Körper. Und wenn wir was ausatmen, ist das sozusagen unser verwandelter Körper, aber unser Körper. Es ist hochanimistisch und gleichzeitig empirisch absolut nachweisbar. Also kein Naturforscher würde mir jetzt widersprechen, kann man nicht. Man kann das radioaktiv markieren und sieht das sozusagen. Aber es ist einfach aus unserer Perspektive irgendwie nicht relevant, ja, weil wir glauben, wir sind Maschinen und die werden von Geistern, nur von menschlichen Geistern bewohnt. Und dann kommt es nicht an. Ja. Aber mit jedem Atemzug vollziehen wir einen Akt animistischer Kommunion, natürlich. Es ist so, dass indigene Gesellschaften ein völlig anderes Verhältnis zum Tod haben als die westliche Gesellschaft. Im Prinzip kann man in indigenen Gesellschaften gar nicht wirklich sterben. Und ich glaube, da ist was dran. In der westlichen Gesellschaft sehr wohl. In der, sagen wir, unter der Ägide der Kirche war das noch ein bisschen anders gehandhabt, aber man war zumindest ziemlich weit weg im Jenseits. Und wenn man wieder animistischer wird, dann muss man sich damit auseinandersetzen, dass man fleischlich und essbar und sterblich ist, so wie alles andere Leben. Und das lehnen wir ab, davor fürchten wir uns. Individuell natürlich, jeder, jede, aber auch als Gesellschaft. Und ich glaube, dass man sich wirklich vor so Unbequemlichkeiten fürchtet, die dann möglicherweise auf einen zukommt. Und zwar so sehr, dass man die großen Vorteile, die es mit sich bringt, wenn man wieder in einer Gemeinschaft mit lebenden Personen existiert, ja, zu denen dann auch noch mehr gehören als der eigene Hund und die eigene Katze, die sind nicht groß genug, die sieht man nicht. Und in meiner Meinung nach ist das wirklich Angst. Das Ganze ist sowas von Angst besetzt. Angst vor dem Tod, Angst vor der Abwertung durch andere. Es ist eine unglaubliche Feigheit. Ich habe in meinem Denken angefangen als jemand, der den Tod als Tod der eigenen Individualität formuliert hat eigentlich. Und ich bin aber mittlerweile der Meinung, dass wir die Welt in ihrer Gesamtheit als immer gleichzeitig materiell und seelisch denken müssen. Und dass dieser seelische Aspekt, den ich erfahre, dass der genauso wenig vergeht wie die Materie, aus der ich bin. Und die Materie, aus der ich bin, wenn ich nicht mehr aus ihr bin, vergeht ja nicht. Und das Seelische, aus dem ich bin, vergeht auch nicht. Das ist sozusagen beides ein Aspekt dieser Wirklichkeit, der sich auch nicht trennen lässt. Also insofern bin ich da viel animistischer geworden. Hat vielleicht auch was mit meinem fortgeschrittenen Alter zu tun. Irgendwann guckt man sich in den Spiegel und denkt sich, okay, jetzt muss ich mal anfangen, über den Tod nachzudenken. So ist das. Und es geht mir wirklich gut damit.
Und ich bin wirklich überzeugt, dass eine der ganz großen Bremsen unserer Handlungsfähigkeit und unserer Moralfähigkeit heute in unserer Gesellschaft darin besteht, dass wir nicht wissen, dass wir nicht sterben können. Ja, dass wir natürlich sterben können, unseren physischen Tod, aber dass wir zugleich immer existieren werden. Ja, das ist etwas, was wir irgendwie verabschiedet haben für den Moment, was aber unfassbar schädlich ist, weil es natürlich zu diesem wahnsinnigen Narzissmus einlädt. In dieser kurzen Zeitspanne will ich alles haben, was ich haben kann. Ich will bloß nicht sterben. Ja? Ich werde alles dafür tun und wie viele auch über die Klinge springen müssen, damit nicht ich sterben muss. All diese wahnsinnigen Egoismen haben alle mit dieser Angst zu tun. Und in anderen Kulturen, in denen man weiß, dass man immer Teil eines schöpferischen Geschehens bleiben wird und auch ansprechbar bleiben wird, man kann angerufen werden, man kann kommunizieren, da ist das was ganz anderes. Ja? Also da liebt niemand liebt den Tod, ja? Die Toten werden betrauert, ist ja völlig klar. Aber es ist was ganz anderes, ob man weiß, dass dieser Tod Teil eines schöpferischen Prozesses ist oder das Ausschalten des Lichts. Ja, also ich hoffe, dass ich irgendwie nochmal wieder hinkomme. Denn ich habe diese zentral-australische Landschaft wirklich als ganz intensiv und ganz lebendig erfahren, obwohl sie natürlich fast Halbwüste ist und außerordentlich trocken. Aber im Grunde ging es mir da so wie angesichts der magischen Artefakte damals in meiner Kindheit in den ethnologischen Museen. Also ich hatte wirklich das Gefühl, hier findet etwas statt. Ich habe solche Empfindungen mit Landschaften und in der Gegenwart von Lebewesen. Also insofern habe ich auch eine Verbindung zu dem, was diese Landschaft innerlich erfüllt vielleicht. Ne? Oder ich habe irgendwie eine Ahnung von den Geistern in ihr. Und insofern übersetzt sich das für mich immer sehr schnell. Und man kann das auch als Naturerfahrung einfach beschreiben. Und diese magischen Orte, zu denen ich gebracht wurde von einer Ethnologin, die waren in dieser dürren, kahlen Landschaft so Durchlässe durch eine kleine steinige Gebirgskette. Und in diesen Durchlässen fließen unterirdisch Flüsse unter dem Sand, ja, also sozusagen fließendes Grundwasser. Und deswegen konnten da diese Eukalyptusbäume stehen. Es war sehr heiß und ein stahlblauer Himmel, ja, also wirklich extremer Sommer, extreme Hitze und ganz still, bis auf einen leichten Windzug, der dieses Laub so rascheln ließ. Und also wirklich es ist schwer zu sagen, es ist fast mehr ein Präsenzgefühl als eine Landschaftsschilderung, die dabei rauskommt. Und das Gefühl war, dass etwas zugleich unendlich alt ist und unglaublich lebendig, aber unter einer Oberfläche, die man sozusagen nur als Oberfläche sieht, aber darunter ist was. Und vielleicht auch das Gefühl von, hier ist etwas richtig. Und es war ganz still und ganz ruhig und Hitze, es starrte vor Hitze und zugleich war es wahnsinnig lebendig. Und dann sind wir da reingegangen und sind ein bisschen diesem Fluss aus Sand gefüllt und um eine Kurve gebogen und dann im Schatten des Felsens lag eine Frau, die dann eine Bekannte der Ethnologin war, mit der ich da unterwegs war. Und die kannten sich also und die lag da einfach, weil sie an diesen Ort immer wieder geht, um dort zu sein. Und so ein Ort ist das. Ne? Das ist ein Ort, an den man immer wieder geht, um dort zu sein. Und das haben die damals auch gemacht oder sie machen es immer noch. Ne? Die Bilder sind ja noch da und sie werden gepflegt und sie werden immer wieder aktiviert. Die stilisierten Bilder der Raupen, der Schmetterlingsraupen, das Caterpillar Dreaming. Aber so ist das ja auch hier mit Orten, dass wir Stellen kennen, an denen wir gerne sein möchten, an denen etwas mit uns geschieht. Und dann stellen wir fest, diese Orte haben dann einen Namen, der auf ihre Vergangenheit in Europa schließen lässt. Also nicht weit von hier ist ja der Teufelssee. Und wir wissen, dass ein Ort, der mit dem Teufel belegt ist im Namen, ein alter ritueller Ort ist, den die kirchlichen Besatzer, die kirchlichen Kolonialisatoren den Menschen abspenstig machen mussten. Also
wurde es der Teufelssee. Und die mit dem Teufel sind die stärkeren Orte. Die mit Maria oder so, Heiligen, sind die etwas schwächeren Orte. Das wurde sozusagen eingemeindet und die stärkeren Orte wurden ausgemeindet. Insofern ist das, also diese Erfahrung, ich hatte das sehr stark da in der australischen Wüste, aber es ist eine Erfahrung, die ich mache mit Orten. Also ich weiß das irgendwie, wo es mich hinzieht und wo es sich irgendwie richtig anfühlt. Und da war es aber wirklich doll. Da dachte ich wirklich, wow, warum liegt das eigentlich hier? Und manche sagen, das liegt daran, dass dieses Land immer noch gesungen wird. Ja, das ist nicht bloß Bühne, sondern die Menschen sind noch da, die es immer wieder aktivieren als Raum des Schöpferischen, als Raum der Schöpfung. Naja, erstmal ist klar, dass natürlich auch die Europäer zu einem bestimmten Zeitpunkt schamanische Kulturen waren. Also es ist auch klar, und das ist eigentlich auch nicht besonders umstritten, dass diejenigen, die in Europa Felsbilder gemalt haben, in ihrer Kulturform denen geähnelt haben, die heute noch Felsbilder malen in Australien oder in Südafrika. Das ist schon mal klar. Das ist schon nicht so ganz beliebt bei europäischen Urzeitforschern, weil es diese Berührungsängste gibt, aber es wäre wirklich ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, wenn man das abstritte. Also es ist völlig klar, dass unsere Kultur daherkommt. Dann ist auch sehr wichtig zu sehen, dass wir über diese Form von schamanischer europäischer U-Kultur eigentlich ausschließlich durch die Brille der kirchlichen Kolonialisation sprechen können. Und dann wird das alles zum Heidnischen. Ne? So wie auch die Kolonialisatoren in Südafrika von den Heiden sprachen, die sie bekehren mussten, wird also unsere Frühgeschichte zum Heidnischen und dadurch schon mal abgewertet. Ja? Also das darf man übrigens nicht vergessen, wie stark auch heute noch die kirchliche Brille über unser aller Augen steckt. Ja? Darf man wirklich nicht vergessen. Muss man, wenn man sich damit beschäftigt, merkt man das, denkt sich, wow, das ist ja wirklich irre. So, also das heißt, wir haben so ein ganz besonderes Verhältnis dazu und dieses Verhältnis übersetzt sich eigentlich so, also alle anderen Völker waren das mal, aber wir irgendwie nicht. Aber es stimmt natürlich nicht. Ne? Und ich sehe die Brücken dahin, außer natürlich durch die Orte selbst, die überall sind. Da kann man ja hingehen und dann merkt man es. Da sind ja auch Ausgrabungen und so weiter, also man findet das. Aber außer über die Orte sind die Brücken sehr stark in der frühen griechischen Kultur, bisschen in die Philosophie, also alles vor Platon, ist eigentlich noch schamanisches Zeitalter. Bloß, dass wir es nicht so nennen. Ja? Wir nennen es dann das präklassische Griechenland. Aber das ist das Schamanische, das ist das indigene Griechenland. Ja? Und da haben wir eine Brücke, wir haben über die griechische Kultur eine Brücke. So, und dann verstehen wir, warum die Dichter und Denker Anfang des 18. Jahrhunderts sich so für Griechenland interessiert haben. Ja? Die haben das schamanische Griechenland gesucht. Und das gilt sowohl für die Romantik, Hölderlin, ja, als auch für die Klassik. Das sind beides Abkünfte der Suche nach dem schamanischen Griechenland. Und wir wissen, dass das beides auch mit der, sozusagen das gedacht wurde, wir müssen eine neue Verbindung zur Natur finden. Die Natur ist beseelt, das sind sozusagen alles diese romantischen Themen. Und das hat man da gesucht. Ja. Wenn man Hölderlin liest, wird das sehr, sehr deutlich, dass er, wenn er von einem neuen mythischen Zeitalter spricht, dass er dann in Griechenland tatsächlich ein indigenes Verhältnis zur Welt sucht. Das konnte er nicht so nennen. Das können wir heute so nennen, das tut aber die Hölderlin-Forschung immer noch nicht, ja, weil wir nämlich denken, dass wir Europäer keine indigenen Wurzeln haben, was aber nicht stimmt. Also insofern ist für mich natürlich gerade die Romantik in ihren verschiedenen Fortsetzungen dann auch in den Ausgrabungen und im Orientalismus, da kam ja dann ganz viel, die alle versucht haben, solche Kulturen zu verstehen, um eigene Wurzeln oder auch unbewusste eigene Wurzeln irgendwie zu finden. Da ist für mich ganz viel drin. Und ich würde sagen, das Anliegen der Romantik, das ja lautet, die Welt als, man könnte vordergründig sagen, als beseelt zu verstehen, das enthält das ganz stark. Aber ich würde es ein bisschen präziser fassen und ich würde sagen, die Romantik hat versucht,
das Materielle als Transzendenz eines Subjektiven zu fassen. Das war das ursprüngliche Programm der Romantik. Ja? Also das Schöpferische wird manifest in den Dingen. Und das ist doch klar, dass sie sich von den Spuren des schamanischen Griechenlands angezogen gefühlt haben. Und es gab ja nur das schamanische Griechenland. Es gab ja keine Zeugnisse des, sagen wir, schamanischen Norddeutschland. Die waren ja völlig verschüttet durch die Kolonialisierung der Kirche. Ich muss das auch tatsächlich so sagen, weil es war nichts anderes als eine Kolonialisierung mit den entsprechenden Exzessen und der Vernichtung der kulturellen Stätten und des kulturellen Erbes. Also war da nichts, es war nichts da. In Griechenland hat es sich dann in diese griechische Blüte der Klassik entwickelt und dann dadurch hat sich das irgendwie erhalten. Ja, ich spüre in den großen, wichtigen, aktuellen Jugendbewegungen ein Echo der Welt, die ruft. Also das spüre ich wirklich, diese Welt, diese verwundete Welt des verbleichenden, zerrütteten, zerrissenen, zerstörten, mit Füßen getretenen Lebens, die ruft. Und gerade in den Kindern ein Echo findet. Und mich bewegt das auch sehr natürlich, ne? Dass es Kinder sind, die den Erwachsenen sagen, eure Welt des Konsumierens und Verbrauchens und des Stärkeren, der das meiste bekommt, stimmt nicht. Ja? Der Kaiser ist nackt, sagen die Kinder den Erwachsenen. Ist doch fantastisch. Ich glaube, die da hingehen und die sich stärker engagieren, die haben wahnsinnig unterschiedliche Motivationen. Da setzt sich wirklich vieles zusammen. Und ich sehe dieses Moment des Wiederverbindens mit der Welt, die ruft, das sehe ich nicht vordergründig tragend. Ich finde auch Greta Thunberg, muss man sie ja aussprechen, finde ich manchmal fast zu wissenschaftsoptimistisch. Die Wissenschaft sagt uns aber auch, dass die Welt eine Maschine ist und Tiere keine Seele haben, zumindest hat sie das lange und so weiter. Also ich kann es nicht genau sagen. Ich weiß nicht, wie stark das drinsteckt. Ich sehe es nicht als eine lebensreformerische Bewegung, momentan jedenfalls noch nicht. Und ich bin skeptisch. Ich hoffe, dass sie sich halten. Es müsste aber ja eigentlich noch größer werden. Also ein Feuer, damit es gut brennt, muss um sich greifen und darf nicht stagnieren. Also insofern weiß ich nicht. Also vielleicht wird es jetzt auch erstmal wieder einschlafen. Aber wir werden natürlich, so wie die Welt sich entwickelt, werden wir keine Ruhe mehr finden. Wir werden nicht zur Ruhe kommen. Das ist ja kein Konjunkturthema, das dann wieder vorbei ist, sondern es wird ja immer nur noch dramatischer werden. Und insofern wird die Frage, ob wir die Welt in unserem Herzen wirklich richtig sehen oder nicht, die wird uns weiter begleiten. Und die Antwort darauf, den Geist dieser Welt in seinem Herzen zu finden, die wird immer stärker sich als Möglichkeit anbieten, selbstverständlich. Geht gar nicht anders.